Hi, heute geht's mal in der Folge Clash Mini. Und gestern haben wir dann vor allem hier in den Game Watch Casual gespielt. Und heute werden wir mal in den Rank-Modus reingehen, in die Rank-Spiele. Ja, habt ihr von mir bisher erst eins, glaube ich, gesehen. Und da war es halt voll laggy. Und jetzt bin ich halt hier in der Nähe vom Router. Es sollte also besser sein, das WLAN. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal jetzt, ob das wirklich so ist. Okay, wir spielen auch gegen den Barbarian King als Helden. Stellen wir uns mal so auf, würde ich sagen. Da ist ein Spear Goblin mit her. Na, was für Magic Archer hat, machen wir es so. Okay. Er hat uns eine kleine Falle gestellt. Vielleicht sogar schon predicted, dass wir da einen Spear-Goblin hinsetzen. Den haben wir nämlich jetzt schon besiegt mit seinem Tunnelgräber. Ich muss aber auch sagen, Tunnelgräber ist somit die nervigste Karte im ganzen Spiel. Ich habe ihn ja selber noch nicht, aber so wie ich das bei den Gegnern gesehen habe, ist er mir komplett nervig. Machen wir das mal so. Und setzen da hinten rein so einen Mega-Knight, der sich dann um den Tunnelgräber kümmert. Wenn wir jetzt den Skeleton Guard da hinten hinsetzen würden, das habe ich auch schon mal ausprobiert, würde er nicht funktionieren, der wäre zu schnell vorne. Sollte klappen, glaube ich, ja. Genau, der Mega Knight fokussiert jetzt hier den Tunnel Driver. Der ist jetzt auch schon weg. Und jetzt gehen hier alle auf den Bogenschützen, ja. Hat geklappt. Okay, die dritte Runde. Ich würde mal einen Magieschützen platzieren und einen Magier dazu holen. Das ist nur die Frage, wie wir uns hier aufstellen. Ich würde sagen, den kann man hier schon in der Mitte lassen, den Mega Knight. Ich würde fast mal so die Aufstellung machen. Ja, da habe ich dann richtig prediktet. Aber der Mega Knight fokussiert diesmal nicht den Tunnelgräber. Okay, das könnte ein Problem sein. Aber nee, ich denke, sollten wir jetzt hier trotzdem holen. Ja, haben wir auch. Und damit 3 zu 0 gewonnen. Jetzt haben wir eine 3er Winning Streak und soweit ich weiß, kriegen wir jetzt einen Challenge Coin noch zurück. Ja. Da oben haben wir ein paar Quests weitergeschafft. Habe ich heute noch gar nicht angeschaut, stimmt. Knockout 15 Enemies. Use Clash Abilities 5 times. Win 9 rounds. Use 3 Challenge Coins. Lumberjack und Dart Goblin. Die habe ich beide nicht im Deck. Ja, spielen wir erstmal. Wenn wir Rank Mode spielen, dann spielen wir erstmal mit meinem normalen Deck weiter, würde ich sagen. Und gehen jetzt hier dann direkt in den nächsten Kampf. Gegen eine Bowie Queen, okay. Da würde ich sagen, machen wir mal so. Weil dann wäre die nämlich sogar schon One-Shot in der Theorie. Wenn die dann noch stehen würde. Oft packen die Gegner die dann hier hin oder so, aber lassen wir das mal hier. Ja. Und die war auch One-Shot. Ja, so ist gut. Ist da hinten im Healing Ranger, der ist teilweise auch recht nervig, weil er halt immer hochheilen kann wieder. Aber haben wir auch gut gemeistert. Dann würde ich sagen, setzen wir den mal hierher. Weil ich glaube, da wird seine Boogie Queen umpositionieren. Ob er sie wirklich dahin stellt, weiß ich nicht. Dann machen wir das Ganze mal so. Ja, passt, würde ich sagen. So, ja, immerhin hat er dann einen Healing Ranger stehen. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Den Mega Knight hat betäubt. Ich muss da Gegner haben, ja. Aber der Healing Ranger sich ja hochgeheilt hat und da dieser Spear Goblin halt gar nichts gebracht hat. Im Endeffekt. Dann setzen wir den hier doch wieder in die Mitte. Setzen da vorne noch den Skeleton Guard hin. Und dann würde ich sagen, hier Magic Archer. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt hier so mehr bringt.
Okay. Also der Hit trifft auf jeden Fall. Der Magic Archer macht auch ganz gute Arbeit. Oder trifft immer zwei auf einmal. Ja, das haben wir jetzt auf jeden Fall. Nice, 2 zu 1. Dann würde ich sagen, können wir jetzt auf jeden Fall hier den Magic Archer upgraden. Und dann würde ich noch den Magier, glaube ich, upgraden. Ich weiß nicht, das andere war der Magier, der da links steht, vor den Gegnern. Ne, lassen wir einfach mal die Aufstellung so. Ja, okay, da hat sie jetzt anders positioniert, aber dann doch recht ähnlich. Ja, genau, hinschaut. Ich bin mir nicht so sicher, doch, sollten wir eigentlich haben. Ja. Na, nice, zweites Rankmatch auch gewonnen. Und haben wir jetzt eine Winning Streak von 4. Und wir kriegen wieder einen Challenge Coin, okay. Habe ich jetzt nicht gewusst. Ich habe gedacht, dann kriegt man vielleicht ab 5 oder so wieder ein. Ja, haben wir jetzt hier die Quests abgeschlossen, zwei Stück, habe ich auch schon eingefordert. Und wir gehen direkt in das dritte Match. Ich würde sagen, ich packe einfach mal 3 hier in das Video. Ja, können wir eigentlich mal so starten, würde ich sagen. Machen wir mal einen Mega Knight in die Mitte. Können wir auch so aufstellen, macht ja nichts. Ich verschiebe es meistens gerne ein wenig nach links, so das ganze Feld. Aber geht ja so auch. Ja, okay, das Biergewinn geht verloren. Das könnte jetzt den Schein ausmachen. Ne, haben wir, oder? Ne, haben wir auch nicht. Der ist jetzt betäubt. Ich weiß nicht, ob der Betäubungsschlag auch der Mensch macht. Aber ich glaube, er kriegt uns schneller down. Oh ne. Doch noch geschafft. Okay. Dann setzen wir auf Predict mal den Speargoblin hier hin. Upgraden den auch noch, wenn möglich. Ne, ist nicht möglich. Machen wir es so. Ja. In der Hoffnung, er stellt sich wieder gleich auf. Ne, hat er nicht gemacht. Okay. Ja, das weiß man aber nicht, ob die Spieler erfahren sind oder nicht. Das ist immer die Frage. Und dann darf man die halt entweder nicht überschätzen oder nicht unterschätzen. Würde ich den einfach mal in die Mitte packen, glaube ich. Damit der Gegner höchstwahrscheinlich eh wieder was umsetzen. Verschieben wir mal das Feld ein bisschen nach links. So. Packen den Magic Archer hier hin. Dann hätte ich hier noch gerne so ein. Können wir aber das den Magier noch versetzen, falls der Magic Archer auf der Lane hat. Oh ja. Jetzt war ein Tunnel-Driver, der immer gut nervt. Aber der Magic, nein, Magic Archer hat nicht überlebt. Okay, das war's jetzt, glaube ich. Ja, die Bombe hat uns auch noch getroffen. Nee, da haben wir keine Chance mehr hier. Aber es ist nur 2-1, können wir auf jeden Fall noch holen. Ist endlich mal hier eine Herausforderung. Machen wir mal so. Dann würde ich den hier upgraden. Und diese 6 Schild mehr sind dann auch nicht schlecht. Aber nur wenn er die Fähigkeit auch bekommt. Alles andere wäre ganz schön blöd. Okay. Das war jetzt natürlich nicht so gut. Nee, der Decker lebt noch, das wird nichts mehr. Okay, dann haben wir hier die Runde leider verloren. Aber macht ja nichts. Wir kriegen trotzdem plus eine Trophäe, okay. Dann können wir noch eine Quest einfordern und hier haben wir dann eine neue Kiste freigeschaltet. Oh, das hier könnte eine große Kiste sein.
Random Hero 5 bis 7, ja okay. Ist dann auch nicht so krass. Ja, immerhin den Skeleton Guard nochmal. Den kann ich gut gebrauchen. Was gibt's denn hier eigentlich für Kisten? Ich habe mir das noch gar nicht angeschaut, dass das hier so geht. Also Random Hero 5 bis 7, dann ein Random Mini. Ist nochmal Hero. Was ist hier drin? Random Hero 2 bis 4. Noch ein Random Mini. Okay, hier schalten wir den Packer frei. Wenn wir ihn nicht schon davor bekommen haben. Wir kriegen hier 2 bis 4 Random Heroes. Random Mini. Random Heroes. Random Mini. Oh, hier ist eine große Kiste. Was ist da drin? 8 bis 16 Random Heroes. Ja. Okay, so gut sind die Kisten dann glaube ich auch wieder nicht. Soweit ich das hier sehe. Sind das aber alles die gleichen Kisten hier. Ja, ich krieg höchstens ein Mini in der Kiste anscheinend. Also, Heroes können mehr drin sein, aber Minis immer nur einmal. Naja, okay. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Ich würde mich freuen und ciao!